Wir haben mehrfach Gespräche geführt, sowohl auf Sozialpartnerebene als auch mit der Bundesregierung, haben das auch immer wieder kommuniziert und haben gesagt, ihr müsst Maßnahmen setzen, die direkt dazu führen, dass die Inflation runtergeht. Es reicht nicht aus, zu sagen, wir machen etwas für die Ärmsten der Armen und für die, die betroffen sind. Das waren meistens Einmalzahlungen. Ich würde es gar nicht schlecht reden. Das ist ja sehr okay, dass da manche Dinge gemacht werden. Das Problem ist, wenn keine inflationsdämpfenden Maßnahmen gesetzt werden, weil man nicht in den Markt eingreifen wollte, dann haben wir den Kass, den wir jetzt haben, nämlich eine viel höhere Inflation als in den meisten anderen europäischen Ländern, zwei Texte in der Eurozone. Also das ist schon richtig gewaltig. Und das ist zwischenzeitlich nicht nur etwas, worunter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden. Das ist ein Standortnachteil zwischenzeitlich geworden. Und für mich die wichtigste und dringendste Aufgabe jetzt, alles zu tun, um die Inflation runterzubringen.